Auf die Reise, Thomas ist übelst gut weggekommen hier auch. Kapion ist gut aus. Ich bin in der Car, und dann give it up. Pass it open hard, let me see you job. Get down in the, get down in the car. Welcome to BTR TV. Madness on track. Get down in the car. But it suddenly came. Bocce race crew took home the third spot, but they were two laps down. Then CMS racing. Goodbye. Hallo liebe Simracing- und Rennsportfans und ein ganz besonders herzliches Willkommen heute. Grande Finale in der Sunday Grand Prix Serie. Und was soll ich sagen? Alle Protagonisten, die in der F2 Serie noch eine Chance auf den Titel haben, sind heute mit am Start. Wir schauen mal, was unsere Jungs heute so bringen können. Wünsche ich euch mal ganz viel Spaß. Merry Christmas! Wally Pikassian. So, ist Peter da? Das ist schon mal die grundlegendste Frage überhaupt. Peter Kutschny, wo ist er? Konietzki oder wie heißt er? Er ist nicht da. Ah, der muss bestimmt arbeiten. Der muss zur Spätschicht. Chipski geht da. So, dann haben wir. Wo ist Shady? Shady ist da. Du bist da. Wer war noch nicht dabei? Wir waren fünf. Reimann. Pablo? Ach, Reimann, genau. Reimann. Ist Suarez da oder nicht? Reimann ist da. Nee, Suarez ist viel zu weit hinten. Der hat keine Chance. Es entscheidet sich Reimann, ich muss vor Reimann ins Ziel kommen. Und sehr zu unserem Leidwesen. Und vor Shady. Ist halt Peter Konietzki doch am Start. Sehr, sehr schade, da geht es halt nur noch um Platz 2 und 3 in der Meisterschaft. Shady ist auf 3 oder was? Nichtsdestotrotz, Angriff. Ja, und vor mir? Auf 4. Ja, einfach das Beste geben und schauen, was hinten bei rauskommt. Ich bin ja auch noch da, Björn. Peter hat ja ein paar Rennen weniger wie die anderen. Das heißt, bei ihm gibt es praktisch keine Streichergebnisse. Aber du bist sowieso schneller als ich, denke ich. Während alle anderen Protagonisten, die hier vorne um den Titel kämpfen, schon mindestens 8 Rennen gefahren sind. Das heißt, Tom, Shady, Björn und Samuel kämpfen heute um den Vizetitel. Und für fast alle ist die Strecke heute hier neu, weil sie bei iRacing erst vor kurzem erschienen ist. Oh, das wird jetzt echt interessant. Ja, das wird wirklich interessant, ey. Das Problem ist, ich verlasse mich mittlerweile, sondern noch so sehr auf diese Ideallinie, weil halt Strecke neu und, ne? Dass, wenn du da im Pulk fährst, ist es noch schwierig, ne? Da haben wir heute zum Finale also alle Protagonisten hier gemeinsam im ersten Split. International wird das Ganze von GSRC übertragen, die natürlich ein größeres Augenmerk auf die Profis und die Hauptmeisterschaft legen. Doch, der Konietzki ist da. Ja, echt scheiße. Ja. Wir kümmern uns hier heute hauptsächlich um die F2-Meisterschaft. F1 schon lange entschieden. Ja, wie gesagt, da hat eigentlich eine F2-Wertung nichts zu suchen. Aber er hat halt zum Start der Saison die Regeln erfüllt für du bist gerade so noch F2. Mit 2900 Fahrzeugwachsen. Nichtsdestotrotz geht es jetzt erstmal ins Qualifying. Wir sind ja heute bei den Profis unterwegs. Mal schauen, was unsere Jungs da reißen können. Hier sind einige dicke Kaliber mit im Start heute. Und da macht sich auch unser Tommy auf in die Qualifikation. Einfach nicht drüber nachdenken, was heute möglich wäre. Einfach nur das Beste geben und schauen, was am Ende rauskommt.
Hier haben wir mal Shady Ahmad im Bild. Einer von den fünf Jungs, die heute hier um den Titel kämpfen. Besser gesagt, einer von vier. Hier haben wir Samuel Reimann, einer von vier, die um den Vizetitel kämpfen. Und da gehört natürlich auch Samuel dazu. Und hier haben wir Peter Konietzki mal im Bild. Zum jetzigen Zeitpunkt schon wieder über 3000 Rating gesammelt. Und da dürfte die Qualifikation dann auch jeden Moment beendet sein. Auf Pole Position, keine Überraschung, Tommy Kortenjemi. Dahinter haben wir auf P2 dann Dylan Frackleton. Und da kommt auch dann der Björn um die Ecke. Die erste Runde war schon nicht schlecht und ich glaube, die zweite ein bisschen versäppelt hier. Aktuell P6. Und da ist die Ziellinie. Sechster Platz, Björn. 1,47,982. Ja, es bleibt dabei. Da rutscht schon noch ein Platz nach hinten. Tom alles in allem, Startplatz 10 und Björn von 7. Auf Pole haben wir Tommy Kortenjemi vor Alex Ott und Dylan Frackleton. Auf P4 dann Peter Konietzki und auf P5 Gernot Fritsche. So, 2 Minuten noch. Ich würde sagen, wir lassen den Björn mal allein. Ja, alles Gute, Björn. Toi, toi, toi. Björn, alles Gute. Hau rein. Wie geht's ja, auf dem Kanal, ne? Björn könnte hier bleiben, ich geh raus. Oder so. Der ist sogar noch schneller als der Fritsche, ne? Hallo? Good luck, everyone. Remember to donate to the podcast fund. Good luck, have fun. And Discord and the iRacing Forum. Und das ganze Feld macht sich jetzt so langsam bereit. Weißt du, wie viel? Da gibt es hier sogar noch mal eine Ansage vorm Rennen. Tobi Kortenemi vor Alex Ott und Dylan Frackleton. So. Tommy, alles good luck, chaps. Yo. Don't forget to donate. Yes, you can also donate to Patrick Lees from BTR TV. Maybe if you want. He would be very happy. Have a nice race. Bye-bye. No pass. Donate. No even pass. So. Und da hat der Tommy auch nochmal einen Gruß von BTR TV an die Jungs gesendet. Da vorne steht der Björn. Die Ampel müsste gleich kommen. Alle stehen hier bereit. Sakran, letztes Rennen, mein Freund. Grande Finale. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Go! Und da fällt die grüne Flagge, die wilde Jagd beginnt. Hier sind diesmal alle gut aus den Startlöchern gekommen, kein Startunfall. Tommy direkt vorne weg, dahinter dann Dylan Frackleton und Peter Konietzki hat sich hier auf P4 geschoben, dahinter Alex Ott und dann hier Reimann. Samuel kämpft hier mit dem Björn und dahinter drängelt schon Barry West und auch Tom und Shady müssten da in der Nähe sein. Davor Gernot Fritsche im blauen Tyrell-Branding konnte schon einen kleinen Gap zwischen sich und die Gruppe hinter sich bringen. Reimann kann sich hier jetzt gegen Björn durchsetzen und da hinten kracht's. Da hat einer die Kontrolle über sein Auto verloren. Ich glaube, das war Robert Simke, den wir sehen hier, und hat da noch den einen oder anderen mit ins Verderben gerissen. Das werden wir uns dann gleich nochmal anschauen. Jetzt Björn wieder im Angriff hier. Setzt sich hier wieder gegen Samuel Reimann durch. Barry West direkt dahinter. Die Top 5 vorne können sich schon ein kleines Stück absetzen. Oh, jetzt liegt hier der Nächste. Okay. Ich glaube, das war Barry West. Der hat einen rausgedreht. Keine Ahnung. Und hier jetzt auf den Plätzen 6, 7, 8 und 9 haben wir unsere Protagonisten, die hier um den Vizetitel kämpfen. Hier hinten geht es auch rund. Aber wir schauen uns jetzt erstmal den Unfall vom Robert nochmal an. Robert Simkins hier mit seinem ABBA ATS rutscht weg und kriegt hinten noch eine vom, wer ist das? Der Cam Porter haut dem noch hinten eine drauf. Boah. Ein ziemlich wilder Beginn. Wir schauen gleich mal Barry seinen Unfall an. So, nächster Incident hier. Shady Ahmad hier direkt vor mir. Oh nein. Der fährt dem Barry West. Der fährt Barry West in die Karre rein. Und verliert natürlich. Oh, in dem Augenblick habe ich dann von hinten und konnte ihn dann überholen. Ne? Björn inzwischen auf dem 6. Platz angekommen. Und vor ihm Alex Ott wurde gerade von Gernot Fritsche überholt.
hängt aber noch in seinem Windschatten und wird sich da nicht so leicht geschlagen geben. Tommy hier auf P8, hinter ihm Shady Ahmad und vor ihm Samuel Reimann. Dann haben wir auf P10 einen Haycox und P11 Cam Porter. Hat schon ein kleines bisschen Anschluss zu den Top 10 verloren, 1,1 Sekunden. Und hier hinten, oh, jetzt gibt es hier den nächsten Zwischenfall. Ben Summers hat da sein Auto verloren und noch irgendjemand mit abgeräumt. Da konnte auch Francisco durchschlüpfen. Hier sehen wir Sportklapper. Oha. Oha, das schauen wir uns gleich nochmal an. Kurt muss hier sein Fahrzeug abstellen. Davon völlig unbeeindruckt. Vize-Champion. Heidi, hat einen Dreher. Toppi Kurt in Jemi. Schon über 2 Sekunden Abstand auf den Brecken. Und da verunfallt auch Shady Ahmad. Oh, einer der Gegner vom Tom und Björn fällt hier weit zurück hinter Michael Taylor. Aber wir schauen uns jetzt erstmal den anderen Unfall nochmal schnell an. Ben Summers hier. Benz. Hörner geht weit. Ach du Scheiße. Dahinter kommt Ben Summers, geht auch. Jason Klepper macht die Lenkung auf und geht hier auch mega weit. Kurt Klepper. Kurt musste seine Rennen beenden. Oh ja. Hast du ja gesagt, bevor er disconnected. Ja. Werfen wir mal schnell hier einen Blick nach ganz vorn. Peter Kosniewski hier auf P3, vor ihm Dylan Frankelton. Kurt Klepper disconnected. Ja. Shady, Slim Shady war hinter mir und hat das Auto verloren. Das habe ich dir, glaube ich, auch gebrüllt. Ja. Heiße Stelle. Oh. Bringst Auto aber schnell aus dem Weg hier. Ja. Verliert hier aber etliche Plätze. Ne? Ja, da waren nur die Reifen, die waren aufgekocht. Und Björn hat inzwischen die Lücke zum Gernot nach vorne zugefahren. Hat eine tolle Pace drauf. Und der Alex Ott ist ja da auch noch in Sichtweite. Die Jungs gehen jetzt in Runde 3 und es gab noch einen kleinen Zwischenfall, den wir uns mal anschauen. So, Daniel Bonawitz hier. Oh nein. Ei, Daniel, bist Er ist an der falschen Stelle gewesen, schätze ich mal. Daniel hat heute seine Schwierigkeiten. Ei. Und wir haben es schon unten im Replay gesehen. Direkt hinter Daniel gab es noch einen Crash, den wir uns anschauen müssen. Ganz schön turbulenter Auftakt heute. Hier haben wir mal Arnold Koch im Bild, P14. Vor ihm Kurtau Jensen. Ben Summers. Dann einfach mal ein bisschen zu viel Gas gegeben. Rups, geht dein Auto rum. Auf weiter fährt er gleich wieder geradeaus. Alter Vater, ey. Und ein bisschen später verschrottet das Auto endgültig. Boah. Uiuiui. Das Auto ist krumm. Ja, aber frag nicht nach Sonnenschein. Beim Anbremsen fängst an zu schlingern und dann glitscht er hier in die Leitplanke und ist Ende im Gelände. Haben wir also schon einige Opfer zu beklagen. Auch Shady hier inzwischen auf E17 zurückgefallen. Die denkbar schlechtesten Aussichten im Kampf mit Björn und Tom von. Björn, ist raus. Oh, und wir haben es gerade gehört, da muss auch der Björn irgendwo einen Zwischenfall gehabt haben. Liegt jetzt auf E8. Kann hier zum Glück weiterfahren. Wir schauen uns seinen Austritt gleich mal an. Oh, der Björn. Scheiße. Ja. Der hat doch der Björn geträumt, oder? Ja, der hat die Lenkung aufgemacht. Ui, das war der aber. Ist auch gemeint, der war auf Bordstein, der Björn. Der hat das Auto verwundet auf Bordstein und hat versucht, den Gernot abzuräumen. Ja. Inzwischen jetzt hier Samuel Reimann auf P6 mit den besten Aussichten. Aber Tommy folgt ihm direkt dahinter und hier hinten Jason Klepper versucht jetzt Arnold Koch zu überholen und geht hier auch direkt gleich noch an Kurtau Jensen mit vorbei. Tolles Überholmanöver, hier gleich 2 Leute gekascht. Jason Klepper heute bemerkenswert weit hinten, ist aber dahin mit Arnold, Shady, Barry, Keith und Byron und vor allen Dingen Robert in bester Gesellschaft. Alles größere Namen, die unsere Zuschauer alle schon kennen, denke ich mal. Shady dieses Jahr einen Saisonsieg geholt, das war sein Heimsieg in Kalifornien, Willow Springs. Und vorne jetzt, wir haben es gerade gesehen, Arnold Koch hat hier versucht an Kurtau Jensen vorbeizugehen. Der Überholvorgang ist leider gescheitert. Es gibt ja heute nur ein Rennen, deswegen sind die Kräfteverhältnisse heute ein wenig anders. Der F1-Champion Pauli Kalevi Partanen ist heute leider nicht am Start. Überhaupt die komplette F1 an die GP-Serie ist fest in finnischer Hand. Zahner hat disconnected. In der Endabrechnung die Plätze 1 bis 4 alles Finn. Und heute auch wieder ein Finne, der hier das Rennen dominiert. Oh, und Tommy hat es gerade gesagt, da gab es den nächsten Zwischenfall, den wir uns direkt mal anschauen sollten. So, dann haben wir Keith Zahner hier. Oh, Scheiße. Das ist auch Ende. Ja. Der Einschlag ist heftig. Eigentlich der direkt in die Box. Ja.
ziemlich turbulent hier die ersten paar Runden, muss man sagen. Barry West jetzt auch bis auf P17 zurückgefallen und Shady auf P18, dahinter dann Byron auf 19 und Francisco auf 20. Nächste kleine Zwischenfall. Moment, haben wir Daniel Bonavitz hier auch. Oh, ist das erste Kurve? Der nächste Dreher, die Strecke wird auch neu für ihn sein. Eieiei. Oh, und auch Byron, sehen wir gerade hier im Bild, macht jetzt einen kleinen Ausritt und fällt hier weit zurück. Platz 22, nur Daniel Bonavitz liegt noch hinter ihm. 35 Sekunden Abstand, alle anderen schon ausgeschieden. Sehr, sehr schade. Wir haben ja hier gerade erst die fünfte Runde und auch der Björn hier fährt hier einen heißen Stiefel. Björn Röhrl Ackermann mit einem wilden Drift hier. Sieht spektakulär aus, aber da kriegt man schon wieder graue Haare. Während Tommy jetzt hier angreift, kämpft hier mit Samuel Reimann. Da geht es ja auch um die Meisterschaft und Tommy kann sich durchsetzen. Wow, damit liegt Tommy jetzt zurzeit um den virtuellen zweiten Platz in der Meisterschaft. Wow, Wahnsinn. Nach vorne allerdings der Abstand schon zu groß zum Gernot Fritzsche. Der beträgt über 4 Sekunden. Und Björn ist da auch nur 2 Sekunden hinterm Samuel. Solange die beiden hier vorne in den Top 10 platziert sind, muss der Björn vorm Samuel ins Ziel kommen, um noch aufs Podest in der Meisterschaft zu kommen, denn beide liegen gerade punktgleich. Fallen sie beide zurück, ergibt das heute für beide ein Streichergebnis, dann wäre Björn auf dem dritten Platz, weil er einfach mit seinen 5 Saisonsiegen vorn liegt. Und ich glaube, ich habe den Zuschauern das letzte Mal nicht zu viel versprochen, als ich gesagt habe, wir haben heute hier einen Knaller. Hier vorne, Tommy Kotkaniemi, alles beim Alten, hat inzwischen über 5 Sekunden Vorsprung. Auf Dylan Frankleton, auf P3 dann weiterhin Peter Kosniewski, allerdings schon 10 Sekunden hinter der Spitze. Hier haben wir mal Dylan Frankleton im Bild. Nach vorne und hinten jeweils über 4 Sekunden Abstand. Und Peter wird jetzt angegriffen hier vom Alex Ott, der hier außenrum versucht, an ihm vorbeizugehen und das auch schafft. Tolles Überholmanöver. Hatte der Peter aber auch einen kleinen Rutscher. Nach hinten zu Gernot Fritzsche über 4 Sekunden Abstand. Und der Tommy schon fast 9 Sekunden weg. Jetzt versucht hier Peter, sich den Platz zurückzuholen. Auch wieder Angriff außen. Zur zweiten die erste Kurve und in die zweite auch. Seite an Seite. Und da kann sich Alex Ott auch durchsetzen. Das sind zwei Profis, die wissen, wie man sowas macht. Tolles Racing hier. Und wir hatten weiter hinten im Feld mal wieder einen Zwischenfall, den wir uns doch direkt mal anschauen. Wir schalten gleich hin. Oh, der Timothy Reed hier, der bremst auch. Der hätte beinahe den Cam Porter abgeräumt, hat auch einfach nicht gebremst. An der selben Stelle ist auch der Simpkin. Oh, da geht's nicht weiter. Schnell umdrehen. Ah, der hat bestimmt gedacht, der kann da abkürzen. Ja, ist nicht. Für viele die Strecke hier neu, da die erst vor kurzem bei iRacing erschienen ist. Deswegen hat Tommy sich ja auch in die Hilfslinie eingeblendet, um da nicht ganz so blind durch die Botanik zu fahren. Wir haben ihn hier mal im Bild. Oh, und hier direkt dahinter. Björn konnte jetzt den Samuel Reimann überholen. Das sieht doch mal gut aus hier. P6 zum Silbernagel, P7 Björn Ackermann und auf dem 8. Platz jetzt Samuel Reimann. Wenn wir das so ins Ziel bringen würden, das wäre der Traum, aber wir haben jetzt gerade mal ein Viertel des Rennens hinter uns gebracht und alle kämpfen hier schon mit nachlassenden Reifen. Ich schätze mal hier in Aragon, oh, Björn. Jetzt Björn wieder weit gegangen und verliert wahrscheinlich jetzt hier auch den Platz an den Samuel wieder, mal sehen Sie ja. Wie gewonnen so zerronnen, ich glaube der Björn hat noch ein bisschen das Messer zwischen den Zähnen. Hinter ihm ein Haycox, 3,9 Sekunden Abstand, da passiert erstmal nicht so viel. Allerdings muss er den Rückstand nach vorn wieder mühsam zukämpfen und Tommy hat schon die Säge gesetzt. Daniel Bonavitz da vorne. Wir sehen Sie hier gerne Fritzsche, gerade Daniel Bonavitz überrundet. Der hat heute so seine Probleme mit der neuen Strecke. Wenn man bedenkt, dass wir hier heute bei den Profis mitfahren, dann kann ich vorm Björn und vorm Tom nur meinen Hut ziehen. Wahnsinn, mischen trotzdem vorne mit. Byron hier auf B20, heute noch hinter Robert Simpkins. Schwieriges Rennen. Hier haben wir mal Lenz Simon im Bild, der letzte in der Führungsrunde. Und so langsam scheint sich das alles hier ein kleines bisschen ruhig zu haben. Francisco hier, P18. Hinter ihm kommt Robert Simpkins, der am Anfang diesen Dreher und den Unfall hatte. Hier vorne auf P17 Michael Taylor. Vor ihm Shady auf P16 und Barry West, der den Arnold Koch verfolgt. Vor den Jungs dann kommt Paul Jensen auf P13. Kurt Hauer Jensen ist auch ein Name, den ich heute hier das erste Mal höre.
zeigt aber bisher ein super Rennen. Jetzt direkt hinter ihm Cam Porter und Christo Chinmay kämpfen da. Das sind ja hier in der Szene auch keine unbekannten Namen, vor allem Cam Porter. Da merkt man schon, dass die Qualität des Feldes heute um einiges höher ist. Sehr, sehr schön. Und auch vor den Jungs, Jason Klapper ist ja einer, der hier immer bei den Profis mitfährt. Wir haben ihn hier im Bild. Da vorne und hinten Luft, vor ihm ein Haycox auf P9. Musste nach ganz vorne abreisen lassen. Der vor ihm fährt hier und jetzt an die Seite. Das ist Daniel Bonawitz, der ist schon überrundet. Der vorne, Peter Konietzny, musste auch nach ganz vorn zu den Podestplätzen abreisen lassen. 2,8 Sekunden Abstand zum Alex Ott, den wir hier im Bild haben, aber auch nach hinten genug Luft. Toppi gerade wieder eine super Runde gefahren in der 1:46.043. Der Einzige, der im Moment 1:46er Rundenzeiten fahren kann und hat auch nach hinten schon über 8 Sekunden mittlerweile Luft auf Dylan Freckelton, aber auch Tommy hier auf P6. Ein Bombenrennen hier im Profisplit. Allerdings sind die Top 5 Plätze vorne weg. Gernot Fritsche schon über 7 Sekunden vorne weg. Björn hier, der letzte der Dreiergruppe, hat hier Samuel Reimann fest im Blick, kann sich aber auch nicht wieder so richtig ranfahren. Haben beide auch letzte Runde fast identische Rundenzeiten gefahren. Schade, fehlt eigentlich nur hier vorne der Shady, der aber am Anfang ein bisschen Pech hatte und jetzt am Ende des Feldes rumeiert. Cam und Christo kämpfen hier immer noch. Jason Klapper inzwischen auf P9. Der Björn hat wieder verloren, das ist 3 Sekunden weg. Und hier die Gruppe um Kurt Jensen, Arnold Koch. Samuel Reimann. Und da 1,1 Sekunden hinter mir. Da fliegen ein paar Autos durch die Gegend. Arnold Koch hier eben eine wilde Pirouette gedreht. Das schauen wir uns doch gleich nochmal in Ruhe an. Arnold Koch, oh, da vorne ist aber auch einer. Das ist wieder, oh, der Daniel Bonawitz hier. Bild gebremst. Und der Arnold Koch hat sich erschrocken hier wegen ja. Barry Westkamp auch. Der hat auch ordentlich verbremst da. Ein wildes Durcheinander hier hinten. Jetzt kämpft hier Barry West mit dem Shady und Daniel Bonawitz liegt da schon wieder. Der hat heute schwer zu kämpfen mit dem Fahrzeug. Bayern hier jetzt inzwischen P20, direkt vor ihm der Robert. Ein gebrauchtes Rennen für beide. Francisco hier auf P18, hält sich aus allem raus. Und vor ihm dann Michael Taylor, guckt sich an, wie Arnold Koch und Barry West hier um die Position kämpfen. Da setzt sich der Barry auch durch. Nach vorn zum Shady und Kurt Hau Jensen ist allerdings der Kontakt abgerissen. Der beträgt jetzt fast 2 Sekunden. Arnold hat hier noch nicht aufgegeben, muss sich aber hinterm Barry einsortieren. Ein spannendes Rennen heute. Das Feld hat sich jetzt ein bisschen in Grüppchen aufgeteilt, aber überall wird noch gekämpft. Barry kann sich jetzt hier sofort vom Arnold Koch ein bisschen lösen. Björn hier auf P8. Nach vorne inzwischen 2,6 Sekunden Abstand zum Samuel. Aber auch nach hinten zu Jason Klapper genug Abstand. Hier vorne haben wir mal unseren Leader im Bild. Tavi Kordaniemi inzwischen fast 10 Sekunden Vorsprung auf Dylan Freckelton. Demonstriert hier heute wieder eindrücklich die Vormachtstellung der Finnen in der Serie hier. Wahnsinn, fährt als Einziger 1:46er Zeiten. Nee, Dylan Freckelton ist auch eine 1:46er gefahren, allerdings Tobi eine 1:46er tief und Dylan Freckelton eine 1:46er hoch, 1:47er, dann Alex Ott, alles andere fährt 1:48 und drüber. Hier haben wir mal Peter Konietzny im Bild, P4 und auf dem Weg zum Titel. Dann auf 5 Gernot Fritsche, schon fast 4 Sekunden Abstand nach vorne. Auf 6 haben wir dann unseren Tommy, fährt heute ein mega geiles Rennen. 1 Sekunde Vorsprung auf den Samuel Reimann, direkt hinter ihm. Und dann mit ein bisschen Abstand haben wir unseren Björn. Die drei Jungs hier kämpfen um den Vizetitel. Hier haben wir dann auf 9 Jason Klapper, der hier jetzt schon seit einiger Zeit ziemlich alleine unterwegs ist. Nach vorne und hinten reichlich Luft. Hinter ihm dann ein Haycox, Christo Chinmay und Cam Porter. Christo kämpft hier immer noch mit dem Camp um P11. Beiden haben jetzt so langsam auf einen Haycox ihren Rückstand wettgemacht. Byron, I got to do a drive-thru. Hier mal ein Blick hinter Cam Porter, hier Kurt Hauer-Jens. Copy that. Shady Ahmad, Barry West, Arnold Koch, Michael Taylor. Und da schießt einer geradeaus. Ui. Beste Rennrunde für mich jetzt. Das war ein gelbes Fahrzeug. Ich glaube, das war der Robert. Er ist hier plötzlich verschwunden. Da werden wir gleich mal schauen, was da passiert ist. Kommt jetzt da hier hinterm Berg hervor, hat sich wahrscheinlich hier verfahren und rumpelt hier nochmal über den Kies. Robert Simkins hier, auch
Ober und hat der war auch irgendwie... Ja, der ist da volle Kanne geradeaus. Und dann hat er gemerkt, oh, da hinten ist eine Mauer. Ja. Er war plötzlich aus meinem Bildschirm verschwunden. Samuel kämpft sich jetzt wieder Zehntel für Zehntel an Tommy ran, hat den Rückstand auf unter eine Sekunde gedrückt. Björn hat ein bisschen den Anschluss an die Jungs verloren, aber auch nach vorne wird nicht mehr viel gehen. Gernot Fritsche über 10 Sekunden weg von den beiden hier. Fahren wir mal mit dem Samuel mit. Denn hier, der ist jetzt mittlerweile 07, 08 dran. Ist fast alle Rennen der Saison hier im ersten Schnitt unterwegs gewesen, sodass man selten im Bild hat. Ähnlich wie Peter Konietzny. Wir befinden uns ja jetzt in Runde 11 von 23, also haben wir gleich Halbzeit erreicht. Und da hinten sehen wir es schon, der Björn bekommt jetzt Besuch von Jason Klepper. Der hat den Rückstand zugefahren und versucht irgendwie noch ein paar Plätze gut zu machen. Und ich sehe gerade hier in der Zeitenliste, Peter Konietzny muss da hier irgendwo einen Zwischenfall gehabt haben. Ist jetzt hier hinter Gernot Fritsche zurückgefallen. Das werden wir uns gleich mal anschauen. Der Konietzny hat einen Fehler gemacht offensichtlich. Der ist jetzt vor mir, 8 Sekunden. Ja, er hat aber noch alles gut. Er hat noch, das muss nur ein Dreher gewesen sein. Samuel Reimann hinter mir, dann werde ich nicht los. Ja. Der Konietzny hier, oh, der hat sich einmal gelöffelt. Wer ist das? Da können wir Fritsche durch. Das ist der Gernot. Achso, das war genau, da hat er den Platz an den Gernot verloren. Ja, schade. Trotzdem liegt Peter weiterhin sicher auf Titelkurs. Und wir hatten noch einen kleinen Zwischenfall, den wir uns mal anschauen sollten. Wir schalten direkt mal hin. Kurt Haue Jensen hier. Bisschen schnell aus dem Kopf raus, verliert das Auto, dreht sich ein. Ei, ärgerlich. Und dann rauscht er hier nochmal in die Begrenzung rein. Ei, ei, ei. Und dann hier 30 Meter weiter. Boah, das ist aber, also wenn das Auto so, ne, so beim geradeausfahren da so wegrutscht, also da scheint schon irgendwas mit dem Setup nicht in Ordnung zu sein, würde ich mal sagen, ne? Ja. Kurz Haue wieder hier. Oh, 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 oh. Ja, die zeigt sich aufs Gas. Das liegt doch Kurt halt ganz schön Haue, ja. Schade für den Kurt Haue, hatte bis dahin so ein schönes Rennen. Hier haben wir jetzt mal gerade Arnold Koch im Bild gehabt und hier ist du Chinmay, der immer noch mit Cam Porter kämpft. Jason Klepper hat inzwischen den Björn überholt. Unser Kameramann ein bisschen besoffen, hier schaltet hier hin und her. Jetzt haben wir hier wieder das schöne Duell zwischen Cam und Christo im Bild. Christo kann sich wieder durchsetzen, Cam gibt da noch einmal nach. Ein sehr, sehr schönes Duell hier um P11. Nächster Angriff. Cam ist da ein bisschen besser aus der Kurve gekommen, geht da innen rein, muss sich aber noch einmal hinten anstellen. Dadurch kann ein Haycox wieder ein kleines bisschen Luft zwischen sich und seine Gegner bringen. Jason Klepper hat den Björn überholt, wie es aussieht. Ja, ist der Björn, der rutscht ein bisschen da rum. Und irgendwas ist da gerade mit einem Haycox passiert. Vielleicht doch einen Fehler gemacht mit dem Setup, wa? Denn der wird hier plötzlich hinter Christo und Cam gelistet. Ist hier von P10 plötzlich verschwunden. So, ein Haycox hier nochmal. Oh. Nacken plötzlich, ab. Oh, das hat er geschrieben, der hat einen Hardwarefehler gehabt. Weiß ich nicht, ob da die Batterie vom Controller leer war oder was. Aber die Karre nachhaltig zerstört. Ja, definitiv. Halbzeit. Und ihr habt es gerade gehört, Halbzeit. Christo und Cam kämpfen jetzt somit um P10. Wirklich schade für den einen. Wird sicher auch ein Schreckmoment für ihn gewesen sein, als plötzlich sein Rig ausgestiegen ist. Damit hat auch Björn jetzt ein kleines bisschen Luft. Und wir haben es gerade im Relativ gesehen. Jason Klepper ist jetzt da an Samuel Reimann vorbeigegangen auf P7. Hier haben wir es mal im Bild. Und ich glaube, Platz 8 dürfte Samuel Reimann nicht reichen. Das müsste dann ein Streichergebnis für ihn sein. Jason Klepper ist an Reimann vorbei. Also ich denke mal, wenn die Jungs so ins Ziel kommen, dürfte Björn den dritten Platz geschafft haben. Jetzt mal, der wird mich auch kriegen. Denn Shady Ahmad fährt ja auf P12 rum und dürfte heute viel zu wenig Punkte machen. Aber wir haben immer noch 10 Runden zu gehen. Das ist noch ein ganz schönes Stück. Wer weiß, was da noch alles passieren kann. Jason Klepper jetzt auf dem Weg, den Tommy noch zu holen. Wie viel schneller fährt er? Er fährt eine Sekunde schneller pro Runde. Wir sehen es hier auch optisch. Jason Klepper ist letzte Runde über eine Sekunde schneller gefahren als der Tommy. Da würde ich mal sagen, Reisende soll man nicht aufhalten. Jason spielt ja in unserer Wertung überhaupt keine Rolle. Der gehört zu den Profis. Und solange Tommy hier vor Samuel und Björn ins Ziel kommt, ist für ihn der zweite Platz in der Meisterschaft sicher. Jetzt greift hier Jason auch an, geht hier aus dem Windschatten raus. Man sieht es hier, Tommy wehrt sich da aber auch nicht groß, hat ja auch keinen Sinn.
geht aber auch nicht vom Gas, um nicht zu viel auf Samuel Reimann zu verlieren. Sauberes Überholmanöver vom Jason. Damit Tommy auf P7 zurückgefallen, ist hier immer noch einer der besten der Amateure. Klammern wir mal den Peter Konietzny aus. Klemmt sich jetzt in Jason seinen Windschatten, kann aber nicht vorbeigehen und Ausgang zur Kurve kann nur Jason gleich einen kleinen Vorsprung rausfahren. Da sieht man auch mal die Unterschiede im Setup. Nach hinten zum Samuel bleibt der Abstand stabil. Appreciate that, Francisco. Und auch Björn weiter hinten kann seine Pace stabilisieren. Die drei Jungs fahren jetzt ungefähr die gleichen Zeiten. Thank you. Jason hat jetzt in einer halben Runde schon fast eine Sekunde auf das Trio rausgefahren. Und hier mal ein Blick nach ganz vorne. Tobi überrundet jetzt hier Lance Simon und bedankt sich für seine Mitarbeit. Und wir hatten weiter hinten im Feld mal wieder einen kleinen Zwischenfall, den wir uns unbedingt mal anschauen müssen. Der Shady hat geschmissen. Shady hat geschmissen, Rizla. Ja. Seit er das neue Paint drauf hat, hier läuft immer so gut. Shady heute ein gebrauchtes Rennen, echt schade. Der einzige von den vier Podiumskandidaten, der nicht vorne mitkämpfen kann. Weiter hinten im Bild ein wilder Verbremser vom Robert. Hat heute auch mehr als gebrauchtes Rennen. Ich denke mal, auch für ihn wird die Strecke hier neu sein. Da hinten kommen auch schon Jason Klepper und Tommy an. Direkt im Schlepptau Samuel und Björn, die da immer noch in Reichweite sind. Wir haben noch ungefähr 8,5 Runden zu gehen und so wie es aussieht, haben jetzt die meisten im Feld erstmal Position bezogen. Christo und Cam hier die einzigen, die aktuell kämpfen. Nach vorn zum Björn inzwischen fast 10 Sekunden Luft, aber auch nach hinten zum Barry West schon über 20 Sekunden Abstand. Die Jungs hier beschäftigen sich mit sich selbst und gehen jetzt in die 16. von 23 Runden. Hier haben wir Barry West mal im Bild. Auf P12 nach diversen Zwischenfällen versucht er das Rennen vernünftig zu Ende zu fahren. Dahinter dann Arnold Koch und Shady Ahmad auf P14, heute ein echt gebrauchtes Rennen. Wirklich schade. Der einzige von den Vieren, die hier um den Vizetitel kämpfen, der nicht vorne mitfahren konnte. Dann haben wir Michael J. Taylor, hinter dem Michael Byron Long. Und der letzte in der Führungsrunde ist unser Francisco. Unauffällig wieder Byron, aber beide schlagen sich hier in dem Profifeld ganz souverän. Tobi vorneweg fährt heute ein Rennen wie vom anderen Stern, hat jetzt schon mehr als 10 Sekunden auf den Rest des Feldes rausgeholt. Jetzt hat Tobi wieder eine Wahnsinnszeit hingelegt, eine 1:45.7. Das ist eine satte Sekunde schneller als die Gegner hinter ihm fahren. Hier Dylan Freckleton letzte Runde eine 1:46.7. Und auch jetzt wieder eine 1:46.7 gefahren. Wow. Da ging ein bisschen der Kackstift raus. Tommy hier auf einem mehr als soliden 7. Platz kontrolliert den Abstand nach hinten zum Samuel. Aber auch Björn ist da noch in Reichweite. Und wie gesagt, sollte das Ergebnis so hier ins Ziel gehen, dann reichen die Punkte dem Samuel nicht, um noch ab Björn vorbeizuziehen. Und Björn würde sich dann noch den 3. Platz in der Gesamtwertung der F2-Meisterschaft sichern, was für uns dann doch noch ein versöhnlicher Abschluss wäre. Wahnsinnig viele Highlights diese Saison, aber auch ein paar Durchhänger. Oh, inzwischen konnte hier Cam Porter an Christo Chinmay vorbeigehen und sich den letzten Top-10-Platz schnappen. Haben wir leider nicht im Bild gehabt. Hat jetzt auch schon einen kleinen Vorsprung rausfahren können. Bei Tom, Samuel und Björn alles wie gehabt. Vor den Jungs Robert Simpkins unterwegs, der heute wirklich nicht das beste Rennen hat. Jason Klopper konnte sich jetzt schon über 3,5 Sekunden von Tommy und den Jungs hier absetzen. Ist heute von P21 gestartet und hat sich hier durchs komplette Feld geflügt. Vielleicht macht er das ja ähnlich wie sein Bruder Kurt, der in der F2-Meisterschaft immer von hinten losfährt und sich dann durchs Feld flügt. Und jetzt hat er Fehler gemacht. Ist jetzt 3 Sekunden vor mir. Oh, und da macht es Peter nochmal spannend hier. Liegt jetzt auf P6 hin. Thank you, Robert. Jason Klopper und nur noch 3,5 Sekunden vorm Tommy. Jason Klopper hat ihn überholt. Boah, der Konietzky, so. Konietzky, aber trotzdem Platz verteidigt, ne? Jason Klopper hat ihn durchgelassen, aber. Konietzky heißt er mit Y am Ende. Und hier, guck mal, Ayrton Senna Helm. Es scheint aber so, als wäre das Fahrzeug noch in Ordnung und er kann hier wieder Fahrt aufnehmen.
Würde ihm auch reichen, wenn er hinter den Jungs ins Ziel kommt, denn er hat ein Rennen weniger, kriegt also die vollen Punkte hier drauf gerechnet heute. Während Samuel und Björn das Rennen heute als Streichergebnis verbuchen müssen, wenn sie auf den Plätzen ins Ziel kommen, die sie gerade inne haben. Und wir hatten noch einen Zwischenfall im Mittelfeld, den wir uns doch direkt gleich mal anschauen. Wir schalten hin. Camp Water hier macht einen Ausflug. Rüber gerumpelt. Oioi. Bisschen zu schnell. Rumpelt da ein bisschen durch die Botanik, aber nichts passiert. Da ist Christo Schienbein wieder durch. Ja. Und somit muss ich Camp wieder mühsam am Christo vorbei arbeiten. Die ganze Arbeit für die Katz. Yep, thank you. Weil Tommy und Samuel hier hat sich nicht viel verändert, während der Björn jetzt hinten langsam abfällt. Der Abstand wird immer größer. Er muss sich jetzt darauf verlassen, dass der Tommy den Samuel hinter sich hält. Rund 5,5 Runden sind noch zu gehen. Drückt man Tommy mal die Daumen, dass er das auch hinkriegt. Hier vorne Alex Ott hat auch den Kampf um den zweiten Platz noch nicht aufgegeben. Verfolgt ja Dylan Frenkel und ist immer so ein bisschen in seinem Windschatten. Vorne Tommy fährt ja eine Rekordrunde nach der anderen und ist fast 20 Sekunden voraus. Selbst Gernot Fritsche auf Platz 4 konnte die Pace der Jungs hier nicht mitgehen. Hat jetzt auch schon gehörigen Rückstand auf das Podium hier vorne. Und jemand blickt nach hinten. Arnold Koch, Shady Ahmad und Michael Taylor inzwischen einen Abstand von über 5 Sekunden nach vorne zu Barry West. Hinter Michael Taylor, Byron Long hat jetzt hier den Abstand fast wettgemacht und da liegt der Francisco auch noch in der Gegend. Kleiner Dreher, aber nichts passiert und weiter geht's. Tommy hat ihn inzwischen schon überrundet. Hier haben wir unseren Leader mal im Bild. Er hat immer noch 1,45er Zeit, während hinter ihm auf P2 Dylan Frenkelton in der letzten Runde eine 1,47er gefahren ist. Obwohl er hier schon über 20 Sekunden Vorsprung hat, beeindruckend. Direkt vor ihm hier auf P16 Byron wird wohl jetzt der Nächste sein, der bald überrundet wird. Für Byron trotzdem ein schönes Rennen hier im Profifeld. Er hat ja hier im Profisplit auch schon 10 Fahrer hinter sich gelassen. Das bedeutet, dass er auch ein paar dicke iRating-Punkte dazu bekommt. Alex Ott hier auf P3 pirscht sich hier Zehntel für Zehntel an Dylan Frenkelton ran und hat jetzt noch ein bisschen mehr als 4 Runden Zeit, um sich hier den zweiten Podestplatz zu schnappen. Die Jungs gehen jetzt in Runde 19 von 23. Oh, und abseits unserer Kameras hatte jetzt unser Björn einen kleinen Zwischenfall. Da müssen wir doch direkt mal hinschalten und uns das anschauen. Oh, Björn schon wieder. Vorsicht. Das ist seine Lieblingsstelle. Oh, eieieiei. Das war schon wieder beim Runterschalten an der Stelle. Und da schlüpft auch Robert Simkins durch. Ja. Und 30 Meter weiter der nächste Ausflug. Interessant. Ah, okay. Rodelt hier durch die Botanik, kann die Kiste aber wieder abfangen und weiter. Ich dachte schon. Dass er einschlägt? Ja. Eieiei. Damit fällt Björn jetzt hinter Christo Chinmai auf P10 zurück. Solange vorne sich die Positionen nicht ändern, ist er sicher auf P3 in der Wertung. Drücken wir mal all unsere Daumen, die wir haben. Wir befinden uns ja jetzt hier in der Endphase des Rennens und Samuel hat da sicher noch lange nicht aufgegeben. Findet sich die ganze Zeit in Tommys Windschatten. Findet aber hier auch irgendwie keine Mittel, um wieder vorzukommen. Wir sehen es hier, Björn ist jetzt sogar hinter Camp Porter bis auf P11 zurückgefallen. Aber Björn hat von Haus aus eine höhere Pace hier auf der Strecke wieder Camp. Und ich schätze mal, über kurz oder lang wird er da auch dran vorbeigehen. Ben Sommers steht hier immer noch an der Box und sitzt das Rennen aus, obwohl das Auto schon ziemlich am Anfang des Rennens irreparabel beschädigt worden ist. Und so kämpfen jetzt hier gegen Ende des Rennens nur noch Samuel und Tommy, wobei Samuel die ganze Zeit in Sicherheitsabstand war. Die beiden haben jetzt reichlich Luft nach hinten, Christo über 15 Sekunden weg. Hier vorne P2 und 3, Alex Ott knabbert hier den Rückstand auf den Dillen, Runde für Runde, Zehntel für Zehntel runter. Die Jungs gehen jetzt hier in die 20. Runde und überrunden gleich vorhin den Francisco, der wie immer vernünftig Platz machen wird. War das mit Björn? 11 zurückgefahren. Oh mein Gott, was passiert? Fahrfehler wahrscheinlich. Okay. Francisco fährt hier sein eigenes Rennen und macht das hier hervorragend im Rahmen seiner Möglichkeiten. Toller Community-Racer. Ich denke mal, der hat ein Set-up.
Hatte zwar heute auch schon einen kleinen Dreher, hält sich aber ansonsten schadlos im Gegensatz zu vielen anderen heute, vor allen Dingen vielen Profis, die hier schon gar nicht mehr im Rennen dabei waren, die hier schon gar nicht mehr im Rennen dabei sind. Selbst unser Björn, der hier hinter Cam Porter immer noch festhängt, hatte heute schon mehr Ausritte. Hier vorne der Kampf um W2 zwischen Dylan und Alex und weiter hinten dann der Kampf zwischen Tommy und Samuel. Das sind noch so die interessantesten Brandherde hier im Rennen, 3 Runden vor Schluss. Und wir müssen die letzten 3 Runden noch mit unserem Tommy zittern, dass er es bis ins Ziel bringt. Das wäre ein Riesenerfolg für uns. Auch für Björn wäre es am Ende ein versöhnlicher Saisonabschluss, obwohl wir das ja auch mit einem kleinen Träne im Auge sehen. Denn ihr wisst, es wäre deutlich mehr drin gewesen. Und 2,5 Runden müssen wir noch zittern. Aber ich kenne unseren Tommy jetzt schon lange und ich weiß, dass er unter Hochdruck zur Höchstleistung fähig ist. Und ich muss ehrlich gestehen, nach seinem Ausfall in Imola habe ich nicht mehr dran geglaubt, dass der Tommy hier vorne in der Meisterschaft noch eingreifen kann. Umso schöner, dass diese aufregende und wirklich hammergeile Saison, die uns so viele Highlights gebracht hat, so einen versöhnlichen Abschluss findet. Das ist eine wirklich schöne Bescherung. Schade für den Shady, den wir hier gerade im Bild haben, wird hier vom Führenden überrundet, wurde schon ziemlich früh aus dem Kampf um die Podestplätze vorne rausgerissen. Wäre wirklich schön gewesen, wenn er hätte vorne mitkämpfen können. Aber wie immer, 5 Euro in das Phrasenschwein hätte täte, wenn und aber, gibt es im Motorsport nicht. Natürlich hätte die ein oder andere Sache besser laufen können, aber alles in allem, wenn mir das einer vorher gesagt hätte, dem hätte ich einen Vogel gezeigt. 6 Saisonsiege und unendlich viele Podestplätze. Jungs, ich ziehe einfach nur den Hut vor euch. Dass Björn trotzdem ein bisschen frustriert ist, das zeigt, welchen Ehrgeiz und vor allen Dingen welchen Anspruch er an sich selber hat. Und während Shady hier noch mit Arnold Koch um einen persönlichen Saisonabschluss kämpft, hatten wir noch mal einen kleinen Zwischenfall, den schauen wir uns direkt an. Cam Porter hier nochmal. Ah, blöde Stelle zum Fliegen. Ui. Oh, einen schönen 360 hat er hingelegt. Oh, das gibt 10 von 10 Punkten in der Haltungsnote. Einmal Reifen mal um 10 Grad erhöht. Jetzt gibt es hier gegen Ende doch nochmal den einen oder anderen Ausritt. Ich glaube, Arnold hat jetzt hier auch mit seinen Reifen zu kämpfen. Und Shady geht hier durch. Die Plätze 13 und 14. Dahinter hier Michael Taylor. Wir könnten das Besuch von Byron. Er hat die Lücke zufahren können und vielleicht gibt es da auch noch einen Platztausch gegen Ende des Rennens. Ich denke mal, wird der Bayern heute auch recht zufrieden sein auf so einer neuen Strecke. Thank you. Im Rahmen seiner Möglichkeiten, während hier Arnold Koch den Shady wieder angreift und sich Platz 13 zurückholt. Shady hat sich da auch nicht groß gewehrt. Ich glaube, er ist ein bisschen entmutigt im Hinblick auf die Gesamtwertung. Hier vorne Samuel geht jetzt auch so langsam die Zeit aus. Der kann die Lücke einfach nicht zufahren, obwohl er alles gibt. Wir haben es gerade gesehen. Björn hier inzwischen solider 10. Platz. Cam Porter hinter ihm. 5 Sekunden weg, aber ich bin mir sicher, Björn wird nach dem Rennen mit sich selber nicht zufrieden sein. Der ist immer sehr, sehr selbstkritisch. Alles in allem muss man sagen, war das eine tolle Saison mit vielen Highlights. Auch wenn der ein oder andere Fahrer wahrscheinlich seine Saisonziele nicht erreicht hat und das ein oder andere Mal am Zweifeln war, aber trotzdem gab es in der F2-Meisterschaft epische Duelle, die uns und den beteiligten Fahrern in Erinnerung bleiben werden. Weil die weiße Fahne kommt. Eine tolle Community hier. Nein. Da hilft man sich auch gegenseitig. Noch 2 Runden, glaube ich. Die Rivalität bezieht sich dann nur auf die Strecke. 21 von 23 Runden. Jetzt habe ich das beendet. Jetzt noch 2 Runden. Inzwischen können wir die Shampoosflaschen langsam kalt stellen. 2 Runden müssen wir noch zittern. Tommy letzte Runde eine 1,47 gefahren. Ich glaube, der wird seine Reifen noch ein bisschen schonen, um nochmal hier die schnellste Rennrunde hinzulegen, während der Barry hier nochmal einen Ausflug durch die Botanik macht. Er war so erschrocken, dass da plötzlich der Leader von hinten kam. Oh. Ja, aber viele Incidents hier. Barry, ja. Barry West das geht weit. Rumpelt hier durch die Botanik, kann aber weiterfahren. Und wir sehen es oben eingeblendet. Barry hat leider ein paar Inzidenz zu viel gesammelt und muss jetzt eine Strafe in der Boxengasse absitzen. Ich denke mal, der wird das Rennen zu Ende fahren und wird dann hinten drauf ein paar Sekunden abgerechnet bekommen. Ja, weiße Flagge, letzte Runde. Und ihr habt gehört, Final Lap ist eingeläutet. Wir hatten im Hinterfeld nochmal einen Zwischenfall. Ja, für das Führungsfeld, ne? Ich muss da eine halbe Runde noch. Während Alex Ott jetzt hier die Lücke zugefahren hat und noch einmal angreift, hier geht es um P2. Der nächste Zwischenfall. Michael J. Taylor. Oh. Auch ein schöner 360. Macht auch einen Ausflug bei der Mauer. Naja, für viele ist die Strecke hier neu. Ja.
Und zwischen den zwei Jungs hier vorne gibt es in der letzten Runde nochmal einen richtig heißen Tanz. Die Plätze 2 und 3, Dylan Frankleton und Alex Ott. Wahnsinn. Die letzten Meter einer Wahnsinnssaison und ein wirklich würdiger Abschluss, wie ich finde. Ihr könnt ja mal eure Meinung unten in die Kommentare reinschreiben. Und auch sorry nochmal an alle Zuschauer, dass wir heute unseren Fokus mehr auf die F2-Fahrer gelegt haben. Aber dieses Rennen wurde ja schon von DSRC übertragen und die kümmern sich hauptsächlich um die Profis. White Flag, letzte Runde. Und auch für unseren Tommy bricht jetzt hier die letzte Runde an. Verständlich, dass wir hier vorn bleiben bei diesem heißen Kampf. Und Dylan muss jetzt hier auf den letzten paar Metern nochmal alles aus der Kiste rausholen und mich hier Alex Ott vom Hals zu halten. Gernot Fritsche ist schon 16,5 Sekunden dahinter. Der fährt ein einsames Rennen und auf einen soliden vierten Platz nach Hause. Spannung bis zur letzten Runde der Saison hier in der Sandy GP-Serie. Es wäre Tommy hier von all dem überhaupt nichts mitkriegt und sich jetzt hier auf den letzten paar Metern befindet. Oh, wir sehen es gerade in der Einblendung. Robert jetzt hier in den letzten Runden noch einen Inzident zu viel kassiert und disqualifiziert worden. Steht symbolisch für die verkorkste Saison. Während Tobi jetzt hier auf den letzten paar Metern ist, eine Kurve noch und da ist auch der Zielstrich. Glückwunsch. Tobi vor dem Jemi hier, Renner Sieg. Ein Hammerrennen, hat hier am Schluss auch nochmal die schnellste Rennrunde gefahren. Und jetzt hier Alex Ott greift jetzt hier noch einmal an. Die letzte Spitzkehre. Oh, Alex Ott legt sich nochmal in der letzten Runde. Damit ist hier der Kampf ums Podest auch entschieden. Schade. Damit Dylan Frankleton auf B2 und Alex Ott vervollständigt das Podium. Hier kommen die Jungs über die Linie. Entschuldigung. Tommy auch auf den letzten paar Metern, da können wir schon langsam anfangen zu feiern. Congrats, Tobi. Well done, Dylan. Allerdings Samuel ganz dicht dran, nur keine Fehler machen. Wow, what a race, Dylan. Der Samuel ist 0,8 Sekunden hinter mir. Alex, you need to work when you start. Klappe. Die letzten paar Meter einer gigantischen Saison. Gesund, danke euch. Der Tommy krönt hier seine unglaubliche Aufholjagd in den letzten paar Rennen. Wir hören mit Sicherheitsabstand auf 10. Wird hier mit dem Tommy mitzittern. Die letzte. Noch eine Kurve, dann ist es geschafft. Juhu! Glückwunsch, Tommy, Vize-Champion. Ganz herzlichen Glückwunsch. Cooles Rennen, Samuel. Das war echt war knapp. Hat Spaß gemacht, Mann. Und Samuel hat bis zur Ziellinie versucht. Oh, Tommy, das war cool. Vize-Champion. Björn hat sich nochmal geschmissen hier. Björn hat sich nochmal. Wieso? Meinst du Vize-Champion hinter dem? Konzepti hat gewonnen. Konzepti ist Champion. Du bist Vize-Champion, Samuel Reimann Dritter und Björn Ackermann ist auf B4. Ihr seht oben die Tabelle eingeblendet. Ist das so? Haben die das direkt ausgerechnet oder was? Das kann ich dir aus dem Stegreif sagen. Da habe ich mich selbst gehörig verrechnet. Okay. Umso schöner, dass es doch geklappt hat. Kosniewski hatte nur 5 zählende Rennen und hatte schon mehr Punkte wie ihr alle zusammen. Kannst du es dir ausrechnen? Ich hatte nicht auf dem Schirm, dass es für Samuel Reimann heute ein Streichergebnis gibt. Und ihr hattet ja alle schon 8 Rennen. Oben auch mal der Endstand der Pro-Serie eingeblendet. 4 Finnen und ein Deutscher auf den ersten 5 Plätzen. Und da du von allen jetzt hier am besten abgeschnitten hast, Tommy, ganz herzlichen Glückwunsch. Zweiter der Meisterschaft, ja, diesen konnte jetzt keine Chance zu kriegen. So. Kannst du den Björn hier disponieren? Nee, kann ich nicht, das muss er selber machen. Leider streckt hier Björns Mikro mal wieder. Schade, dass Björn das so weggefeuert hat. Eine Wahnsinnssaison mit einem krönenden Abschluss. Eine wirklich schöne Bescherung. Be careful on them donuts, Tobi. Das Endergebnis des Rennens jetzt mal oben eingeblendet. Ja, war echt spannendes Rennen hier mit dem Samuel, muss ich sagen, da, ne? Auf jeden Fall. Voll im Mitten, ey. Das ist jede Kurve, musst du so konzentrieren, ne? Herzschlagfinale. Schade, dass Björn, naja, Björn ist auf jeden Fall Grand Prix letztes Champion geworden gestern. Ja, wollte ich gerade sagen. Ja, ne? Da haben wir ja was zu feiern und du hast heute den Vize-Titel geholt, Tommy. Ich verbeuge mich. Björns Titelsammlung seht ihr da oben. Ja. Mit einem Saison. Sehr beeindruckend. Aber jede Menge Konstanz und jede Menge Erfolg. Oi, oi, oi. Insgesamt eine mehr als beeindruckende Saison von beiden Jungs. Oh, jetzt auf das Shuttle-Team geraten, die Donuts. Wahnsinn, ganz, ganz lieben Dank an euch. Björn gerne die Box der Trottel. Aber auch Tommy hier noch den zweiten Platz in der offiziellen zum Jahresabschluss hier iRacing-Serie geholt. Ein wunderschönes Weihnachtsgeschenk bekommen.
Schöne Bescherung. Eine schöne Bescherung ist das hier. Ja. Jetzt zeig mal, was du drauf hast. Sehr hallo, unsere 79 Community. I want to say thank you for the last season. We had some really nice races, especially mostly. I was running the F2 races. It was a pleasure to drive with you. It was so nice. And I wish you all a Merry Christmas. Have a nice day with your families. And enjoy the time until the next season. Auch nochmal dir, Patrick, vielen Dank für die tollen Videos. Die waren richtig cool. Einen ganz, ganz lieben Gruß an Doris. Ich wünsche euch wunderschöne Weihnachten und bis zur nächsten Saison. Bye bye. Dann bedanken wir uns mal bei unseren Zuschauern, wünschen den Zuschauern ein frohes Fest und eine schöne Bescherung. Das war ein ganz starker Abschluss. Alles Liebe von uns. Drückt uns auch nächste Saison wieder die Daumen. Ja, also Lotto 73, denke ich, wird uns erhalten bleiben. Das wäre schön. Auf jeden Fall. Ansonsten, obwohl es gibt auch schöne andere Serien. Auf jeden Fall werden wir jetzt auch zu Weihnachten mal was Lustiges gemeinsam wieder unternehmen. Auf jeden Fall erstmal ganz, ganz lieben Dank, Tommy. Das war mal wieder ein grandioser Saisonabschluss. Ja, hat Spaß gemacht. Hier im Top 10, das ist schon. Viele sind ja nicht mitgefahren, aber. Ich fand's schön, dass alle, die in der Meisterschaft eine Rolle spielen, dieses Mal im letzten Rennen gemeinsam mit einem Sprint waren. Ja. Alle, die das Rennen international gucken wollen, bei GSRC ist es übertragen worden. Bei uns gibt es die deutsche Version in Lustig. Hast du das denn gesehen, das Rennen auf GSRC, oder warst du? Nein, ich habe es noch nicht gesehen. Ich habe jetzt gerade hier das Video gemacht. Okay, wir verabschieden uns mal von unseren Zuschauern. Dann bis demnächst. Macht's mal gut, alle. Ciao. Ciao, ciao. Wahnsinn, super gemacht, eine tolle Saison von beiden Jungs, auf den Titel hat man realistisch eigentlich keine Chance. Nichtsdestotrotz P2 und P3 in der Endabrechnung, absolute Sahne Jungs, vielen vielen Dank, 6 Saisonsiege, unendlich viele Podestplätze, was will man mehr? Wir wünschen euch allen ein frohes Weihnachtsfest und ich hoffe wir sehen uns nächste Saison wieder, bis dahin feiert mal schön und lasst euch gut gehen, macht's gut! Rennfahren verfälscht auf die Dauer die Perspektive der Wirklichkeit. Und so entsteht im Bewusstsein allmählich eine Welt des Irrealen. Die Fakten des Lebens bekommen eine ganz andere Bedeutung. Gefühl, Vernunft, alle menschlichen Probleme nehmen dann andere Dimensionen an, so wie es bei Rauschgiftsüchtigen der Fall ist. Von diesem Moment an hat das Leben nur noch den einen Sinn, Rennen zu fahren. Auch wenn man weiß, dass man früher oder später sterben muss. Weil dann ein Widerstand nicht mehr möglich ist. Gegen diesen masochistischen Drang der Selbstzerstörung.